bestimmt, man kann ihn nicht ändern. Die Silo-Nation ist bekannt im ganzen Land. Das heißt, in allen Bundesländern, Übertragung im Fernseher, auf allen Radiosendern. Wir sind dazu da, um was zu verändern, zu bewegen. Die Wahrheit an den Tag zu legen, von wegen du das, dieses oder jenes. Hast du was gegen uns? Dann erwähne es, wenn du mir gegenüber stehst, mir in die Augen schaust, trau dir was zu, sag es gerade heraus. Kritik zu ertragen ist für mich kein Problem, außerdem zu fragen, auch Verantwortung zu tragen, mal was zu wagen, etwas Eigenes kreieren, nicht nur kopieren, kannst du es nicht kapieren, sein eigenes Ding zu finden, seinen eigenen Stil, das kostet dich viel Zeit, doch das ist dir zu viel, denn Zeit ist Geld und Geld ist Leben, eben darum willst du alles bloß nicht zurückgeben, darum ist sie da, die Silo-Nation, Kämpfer im Untergrund, Respekt ist der Lohn von der Masse, die da draußen steht, die mit uns mitgeht bei dem Weg, den wir gehen, und zur Seite stehen, also seht, worum es hier geht, purer, originaler Hip-Hop, fette Beats, coole Reime, tanzende Beine, auch Breakdance genannt, vollgebombte Züge, fahren durchs ganze Land, Hip-Hop-Kultur ist was jedem bekannt, es gibt Treffen von B-Boys aus allen Herren Ländern, der Kurs ist vorherbestimmt, man kann ihn nicht ändern. Man kann ihn nicht ändern. Wir fragen uns, wofür das alles, für wen sollen wir uns ändern? Das ist nicht fair, nicht schwer zu definieren. Wir sind dazu da, um mit zu sanieren. Denn die Zukunft hängt von allem ab. Und macht ihr so weiter, dann geht's bergab. Doch bergab ist der Untergrund und da ist kein Platz für euch ist die Hölle, für uns das Paradies. Und im Paradies, du bestimmt keinen Respekt genießt. Ihr sagt, Respekt ist eure Aufgabe, dass ich nicht lache. Das ist eigentlich zu heulen, doch zurück zur Sache, die mir eigentlich wichtig ist, über die wir reden. Respekt zu geben, überlasst das bitte anderen. Ihr bekommt Respekt vom großen Major-Label. Ihr bekommt Respekt von Spacken, die nur Kohle machen, von Musikzeitschriften. Das ist zum Lachen, nur Originalität zählt. Und das ist wirklich so, also Bürger, lasst die Dietrich, fettes Brot, Rödelheim, Mega 4. Seid froh, dass ihr damit Geld verdient, sonst hättet ihr nichts. Denn nichts und niemanden auf dieser Welt würde es interessieren, wäre nicht das Geld. Doch Geld ist nicht alles, lasst euch das sagen. Die Silo-Nation lässt sich nicht gefallen, wir werden zurückschlagen. Nun eine Warnung an alle Respektverschwender. Der Kurs ist vorherbestimmt, man kann ihn nicht ändern.